Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie das Logo auf der Google-Suchseite gegen ein beliebiges anderes Bild austauschen können. Zum Beispiel ein selbst erstelltes oder ein anderes, das Sie im Web gefunden haben. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist ein Bild, das derzeit noch auf Ihrer Festplatte liegt. Aber das stellt kein Hindernis dar, auch wenn Sie keinen eigenen Webserver haben. Wir müssen es halt nur uploaden. Inhaltsgleiche Videos haben wir schon auf sempervideo.de gezeigt. Insoweit werden wir die Teile, die sich hier immer wieder wiederholen, gleich recht zügig abarbeiten. Wenn Sie etwas nicht genau verstehen, einfach kurz über die Suchfunktion die entsprechenden Videos raussuchen, in denen das dann ausführlicher erläutert wird. Aber das sollte nicht notwendig sein, das Ganze hier ist schon recht einfach. Zuerst mal brauchen wir ein Bild, mit dem wir das offizielle Bild hier ersetzen wollen. Wir haben uns dazu eins selber erstellt, beziehungsweise eins, das wir schon hatten, kurz übernommen. So sieht's aus und so haben wir jetzt schon den ersten Eindruck, wie die Seite am Ende aussieht. Was ziemlich sinnvoll ist, ist die Größe des neuen Logos an die Größe des alten Logos anzupassen, also nicht viel größer werden als das Originallogo. Wenn Sie feststellen wollen, wie groß das alte Logo ist, am besten einfach das Logo markieren, also ich fahre mit der Maus darüber und drückt dann die rechte Maustaste, bekommt jetzt im Firefox, das Ganze funktioniert übrigens nur im Firefox oder in einem Browser, der sogenannte User-Skripte unterstützt. Also auf dem Bild im Firefox rechte Maustaste drücken und dann nur im Kontextmenü den Eintrag Grafik anzeigen anwählen. So, und dadurch, dass der Name jetzt nicht allzu lang ist, oder hier oben sehe ich es auch genauer, sehe ich jetzt hier jedenfalls die Abmessungen dieser Grafik. Also 301 mal 110 Pixel. Damit kann ich also jetzt in jedem anderen Grafikprogramm hingehen und einfach ein neues Bild erstellen mit genau diesen Abmessungen, dann mein Bild entsprechend erstellen und das passt dann nachher optimal hier rein. So, wir brauchen dafür ein Add-on für den Firefox namens GreaseMonkey. Das haben wir ebenfalls schon vorgestellt. Das ist jetzt der Teil, der recht zügig abgehandelt wird. Wir gehen über Extras ins Menü Add-ons. Und suchen hier nach GreaseMonkey. So, gefunden wird auch GreaseMonkey und wir klicken direkt hier auf Firefox auf Hinzufügen. So, wir warten, bis der Countdown abgelaufen ist. Jetzt installieren klicken. Nachdem das geschehen ist, können wir hier auf Firefox neu starten klicken. Nochmal neu starten bestätigen. Nach dem Neustart bekommen wir hier die Mitteilung, dass das Add-on jetzt ordentlich installiert ist. Also müssen wir uns als nächstes darum kümmern, dass unsere Grafik erstmal ins Internet gelangt. Für diejenigen, die keinen eigenen Webserver haben, für diejenigen, die einen haben, für die ist natürlich einfach, die schieben die Grafik einfach dort hoch. Die anderen, das dürfte die Mehrzahl sein, die nutzt einfach den Webservice Flickr dafür. Das heißt, wir navigieren unseren Browser zu flickr.com. http://www.flickr ohne das E, was man im Deutschen schreiben würde, flickr.com. Klicken wir drauf. Flickr ist ein Webservice, bei dem jeder seine Bilder hochladen kann, damit andere die dann betrachten können. Durchaus sinnvoll, haben wir auch schon in einem anderen Video auf sempervideo.de gezeigt. Wir nutzen das jetzt hier einfach, um ein Bild hochzuschieben, das für andere wahrscheinlich nicht so interessant ist, aber Hauptsache wir können darauf zugreifen. Wir brauchen natürlich einen Account bei Flickr, das heißt, wenn Sie gar keinen Account dort haben, müssen Sie erst einen erstellen. Hier über den Button erstellen Sie Ihren Account. Wenn Sie schon irgendeinen anderen Yahoo-Service, zum Beispiel Yahoo Talk, einen Chat-Service benutzen, dann können Sie diesen Account benutzen, indem Sie sich einfach direkt einloggen. Wir haben jetzt hier schon einen erstellt. Wir gehen hier auf den Anmelden-Button. Wir müssen kurz die Anmeldedaten hier angeben. Wobei das sempervideo@yahoo.com ist. So, Anmelden wählen. So, hier sehen wir jetzt schon die Bilder, die wir da hochgeladen haben. Gut, das war nur ein Bild, war zu irgendwelchen Testzwecken ebenfalls. Kann mich aber jetzt nicht mehr daran erinnern, worum es ging. Ist aber nicht wichtig für dieses Video, denn jetzt wollen wir ja das andere Bild hochladen. Also klicken wir hier auf Fotos und Videos hochladen. Foto auswählen. Jetzt brauchen wir das Bild. Das lag auf der D-Platte. Das Bild wird angewählt. Öffnen. 12,5 Kilobyte ist ja relativ klein. Jetzt müssen wir natürlich noch angeben, dass das Bild öffentlich sein soll.
Wenn wir jetzt angeben, dass das privat sein soll und dass nur wir drauf zugreifen können, dann reicht das lediglich so lange, solange wir bei Flickr angemeldet sind. Das kann maximal 2 Wochen sein. Danach schmeißt Flickr, wenn wir nicht immer wieder draufgehen, uns automatisch raus aus der Anmeldung. Danach würden wir das Bild dann nicht mehr sehen. Dadurch, dass wir jetzt hier aber kein geheimes Bild hochladen, reicht es durchaus aus, einfach das Ganze auf öffentlich zu setzen. So, also Foto hochladen, geht recht fix jetzt, die 12,5 Kilobyte. So, das war's schon. Eine Beschreibung hinzufügen, das können wir uns sparen, da das Bild ja eh nur für uns ist. Das heißt, wir klicken mal auf unsere eigene Startseite und hier ist es jetzt. Als nächstes brauchen wir die URL dieses Bilds, da wir ja immer noch drauf zugreifen möchten. Das heißt, wir klicken da ein paar Mal drauf, lassen uns jetzt hier, nachdem wir nur das Bild sehen, wieder über die rechte Maustaste des Kontextmenüs die Grafik anzeigen oder eben Grafikadresse kopieren. Das ist jetzt beides das gleiche, denn wenn wir jetzt Grafik anzeigen machen, so wie ich das gerade gemacht habe, dann sehen wir nur noch die Grafik und dann haben wir hier oben die URL. Die markieren wir uns, die kopieren wir uns in den Zwischenspeicher und die verwahren wir uns für weitere Zwecke. In diesem Fall öffne ich einfach den Editor und kopiere mir die URL da rein. Als nächstes brauchen wir nun das Skript von userscripts.org, das uns die entsprechende Grafik hier auf die Google Homepage lädt. Dazu öffnen wir ein weiteres Tab und navigieren unseren Browser zu http://userscripts.org. Ebenfalls schon in anderen Videos von uns vorgestellt worden. http://userscripts.org. So, hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder Sie suchen nach dem Skript von SemperVideo oder Sie suchen für dieses Beispiel angemessen nach Replace Google Logo. Einfach nur Replace Google Logo und dann auf die Lupe klicken. So, derzeit noch relativ aktuell, da wir das Ganze erst vor kurzem hochgeladen haben und deswegen steht es eben hier ganz oben. Replace Google Logo und dann Google Logo mit beliebigem Bild ersetzen. Relativ redundant das Ganze. Völlig egal. Wir klicken hier drauf und haben eben jetzt hier unter anderem, dass hier steht, dass dieses Skript von SemperVideo erstellt wurde. Das heißt, wenn Sie die Benutzer durchsuchen und einfach sagen, liste mir alles auf, was von SemperVideo auf userscripts.org ist, dann finden Sie zumindest derzeit nur das eine Skript. Ist also genau das gleiche. Egal, wir klicken hier auf den Install-Button. Hier unten läuft derzeit der Installationsvorgang, dauert eine Sekunde. So, jetzt wird es hier aufgepoppt. So, das Ganze gilt für jede Google-Seite, also nicht nur für google.de, sondern auch für google.uk und .com. Wir klicken auf Installieren. Countdown müssen wir abwarten. So, am Ende steht hier unten, das können Sie jetzt leider nicht sehen, da dort unser Semper-Video-Schriftzug überlagert, dass dieses Skript erfolgreich installiert wurde. Damit sind wir beim Endspurt angekommen und zwar müssen wir dieses Skript jetzt noch leicht modifizieren. Ist ja klar, dadurch, dass wir in dem Skript angegeben haben, dass ein ganz bestimmtes Bild von Flickr geladen werden soll. Da Sie eventuell Ihr Bild nicht zu Flickr hochladen oder auch selbst wenn Sie eine andere URL haben, müssen Sie halt diese URL noch im Skript anpassen. Das heißt, derzeit versucht unser Skript eine falsche Grafik zu laden und das kann dazu führen, dass hier gar nichts erscheint. In diesem Fall erscheint hier jedoch eine Dummy-Grafik. Wahrscheinlich steht hier im kleinen Text, mehr oder weniger, das Bild ist nicht verfügbar. Es kann aber sein, dass Ihr Browser sich dran verschluckt. Aber das macht er eh nur so lange, bis Sie eine richtige Grafik spezifiziert haben. So, das machen wir nämlich jetzt direkt. Das sollte jetzt nur kurz angemerkt werden, damit Sie sich nicht irritiert fühlen, wenn Sie jetzt mal direkt was suchen müssen. Und auf einmal funktioniert schon Google nicht mehr. Also, wir gehen im Menü Extras auf den Punkt GreaseMonkey. Und hier haben wir den Punkt Benutzerskripte verwalten. Da klicken wir drauf. Hier ist jetzt das Replace Google Logo. Das wird angewählt hier oben, für den Fall der Fälle, dass Sie mehrere Skripte installiert haben und am Ende hier unten auf den Bearbeiten-Button klicken. So,
So, dann müssen wir angeben kurz, mit welchem Editor wir das bearbeiten wollen. Ich nehme jetzt hier einfach mal C, Windows, System 32, Notepad.exe. Dann öffnen wählen. So, hier ist das Skript. So, und hier sehen wir relativ deutlich, hier ist die URL des Bildes. Und da haben wir halt eine Fake-URL eingebaut. Deswegen konnte das Bild nicht dargestellt werden. Also entfernen wir das hier ganz normal. Gehen nochmal zurück auf unseren Editor mit der URL, die wir eben in den Zwischenspeicher kopiert haben. Kopieren die jetzt nochmal, fügen die ein, speichern das Skript. So, das brauchen wir dann jetzt nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht mehr. So, und wenn wir jetzt unsere Google-Suchseite aktualisieren, dann sollte das funktionieren. Eventuell haben Sie es gesehen. Ich weiß nicht, ob die Capture-Software schnell genug jetzt war. Ganz kurz ist das Original-Logo aufgepoppt und dann hat der Seitenparser von Firefox quasi das Bild rausgenommen und gegen die Grafik auf Flickr.com ersetzt. Für all diejenigen, die noch interessiert, was das Skript genau macht, weil sie uns grundsätzlich nicht weiter trauen, als sie uns werfen könnten. Wir gehen nochmal schnell auf Extras. GreaseMonkey, Benutzerskripte verwalten. Wir bearbeiten das Ganze nochmal. So, und jetzt sehen wir hier, dieses Skript wird also angewendet auf jede Webseite, die Google. Irgendwas lautet. Das ist also auch Google.com. So, und wenn auf dem Dokument ein Element gefunden wird, das die Identifikation Logo trägt, dann wird dieses Bild ersetzt. Also jetzt keine Sorge haben, wenn Sie auf Ihrer eigenen Webseite sind oder zum Beispiel auf sempervideo.de und dort gibt es ebenfalls ein Element, das mit Logo identifiziert wird, dann wird das nicht ersetzt. Wenn es aber zum Beispiel den theoretischen Fall mal geben sollte, dass auf einer Suchseite, also Sie lassen sich die Treffer von google.de ausgeben und da sind ja 20 Bilder, sage ich jetzt mal, und alle diese 20 Bilder wären mit Logo identifiziert, dann würden alle diese 20 Bilder ersetzt werden. So, das wird allerdings niemals eintreffen, das ist nur theoretisch möglich, nur damit Sie Bescheid wissen. Gut, und dieses Bild wird dann einfach ganz gelassen ersetzt durch ein anderes Bild, deswegen hier das Bild, wenn es das gibt, dann wird das Ganze hier mit True beschieden oder mit wahr. So, und dann wird die Quell-URL dieses Bildes einfach gegen das hier ersetzt. Und das ist ja das, was Sie da reingeschrieben haben. Also, relativ einfach und ganz nett. Okay.